Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, geht es Ihnen auch so? Angesichts der vielen Krisennachrichten könnte man fast verzweifeln. Täglich lesen wir über Krieg, Klimawandel, gestörte Lieferketten oder explodierende Preise. Und trotzdem sage ich, um die Zukunft sollte uns nicht bange sein. Woher ich diesen Optimismus nehme? Aus unserer Erfahrung, und zwar ganz konkret hier vor Ort. Ostdeutschland hat nach der Wiedervereinigung einen tiefgreifenden Strukturwandel erfahren und durchlaufen. Wir haben bewiesen, dass wir große Herausforderungen erfolgreich bewältigen können. Und zwar mit Mut, Engagement und Unternehmergeist. Wir können Transformation. Wir können Zeitenwende. Beeindruckend ist etwa der Aufstieg von Städten wie Leipzig und Dresden zu modernen Industrie- und Technologiezentren, die Unternehmen und Fachkräfte aus der ganzen Welt anziehen und sich dabei ihre spezifischen Identitäten bewahrt haben. Eine vergleichbare Entwicklung können wir mit der geplanten Intel-Ansiedlung in Magdeburg erwarten, sofern wir diese im Einklang mit unserer bestehenden und vielschichtigen Unternehmens- und Unternehmerlandschaft zusammen denken und entwickeln. Unsere Chance liegt darin, offen für neue Ideen und Technologien zu sein, gepaart mit einer positiven Einstellung zur Veränderung, Flexibilität und der Bereitschaft, aus Erfahrungen zu lernen. Ob es die Rohstoffförderung und Energieversorgung der Zukunft betrifft, neue Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen und in den Unternehmen, sowie insbesondere den Austausch von Politik und Wirtschaft. Nicht Verbote, Abgrenzung oder Ausschluss, sondern die kontinuierliche Suche und Entwicklung von Alternativen und besseren Lösungen ist die beste Voraussetzung, Risiken anzunehmen und mit ihnen umzugehen.